Miss Burnwood. How did you... I have everyone's number. We handed you an empire. It's for the best. The partners were complacent, set in their ways. But power is more than just security. Surely you understand. Or you will. Soon enough. Oh Mann, da braut sich was zusammen. She came home. Carlyle's lost an empire. You fall hard enough. You tend to be reminded of what truly is. End of the line. You ready for this? Are you? Who will you be without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlyle is dead. According to the funeral invitation, that is. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture. So don't leave the estate without it. Happy hunting, 47. See you on the other side. Alles klar, Puppi. Wir gehen jetzt ins übelst British Anwesen rein, finden die Fallakte, knallen Alexa ab und hauen rein. Planung. Kann ich jetzt eigentlich den Fisch auswählen? Burjal Gazali? Burjul Ghazali. Schneekugel? Sag mal, ich will einen Fisch! Das ist das beste Feature von Hitman! Da bin ich in die Schneekugel mit. Sind wir heute ein bisschen klassischer unterwegs. Rein. Okay. Eliminieren Sie Alexa Carlyle. Finden Sie die Fallakte. Alter, fettes Bike. Also ich muss sagen, geiles Setting. Phineas Whitmark, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator. Maybe you should do some detecting yourself, 47. Okay, das heißt, dann mache ich den weg. Nur ein Ziel, Alter. Wir haben 80 Kostüme eingekauft. Die kann ich ja gar nicht alle zeigen, wenn wir nur ein Ziel haben. Ist ja eine Quest. Ist ja ein Kostüm. Ich habe hier wirklich den ganzen Wagen voll. Wir haben so einen Klamottenwagen. Oh, ich muss ja gar nicht dadurch. Guck mal, da sind Gärtner. Die sind ja fleißig. Oh, hier? Über die Mauer? Ja, das ist krass abgeriegelt hier. Heftig. Heftig, heftig. Ist hier eine Furt? Darf ich hier rüber? Ja, sehr gut. Okay, ich würde sagen, wir werden erstmal zum Gärtner. Kann ich einen leise ausschalten und hier reinziehen? Und der andere merkt es nicht? Doppelt hält besser. So, komm mal hier in den Busch. Mädel. Guck nicht so. Genick brechen. Genick brechen. Feierabend, wie das knackt. Verkleiden. Dann können wir ja weiter. Oh, was hier? Oh, eine Schere. Darf ich denn jetzt hier rein? Ja, die verdächtigen mich nicht. Einwandfrei. Ich brauch so einen Security-Typen. Scheiß auf den Gärtner. Gärtner. Ich habe hier ein Spezialobjekt. Hm? Okay. Moin. Alter. Die ist geplatzt. Genick brechen. Und umziehen. Moment. So, Olli, das war nichts. Das war nur ein Marder. Marder im Busch ist jetzt tot. Jawohl. So, als Security sollten wir jetzt die Möglichkeit haben, wirklich hier reinzugehen, oder? Warum ist sie? Okay. Was ist das? Ein Apfel.
Nee, Baseball. Ich habe einen guten Wurfarm. Schaut mal. Naja, privat zocke ich nicht nur. Darf ich hier rein? Nein, leider nicht. Oh, was ist das? Did you give the Fitzpatrick token to Madame Carlyle's door? Rebecca? Yes. Das heißt, die Jungs lösche ich jetzt aus? Und beim Trinken? Bloody hell! Jetzt. Oh, die Schere wäre tödlich. Naja. Junge, wie er da. Wie er da einfach beim Tisch hängt. Vielleicht sollte ich einfach so einer werden. Ich glaube, die haben mehr Berechtigung als so ein Billo Security, den ich gerade habe. Nein, 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 nein! Oh, ist der hängen geblieben? Und schnell in die Box. Rein damit. Mittlere Schiene, ne? Die Person kommt da jetzt raus. Die darf nichts mitkriegen. Hey! Hey! Okay, gut. Luft ist rein. Oh. Hä? Was? Wer kommt da? Wer kommt da? Nein, 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 nein. Help! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Help! Help! Nein, nicht help! Nicht help! Hey! Ich hab's unter Kontrolle! Ich hab's unter Kontrolle! So, jetzt räumen wir hier erstmal beiseite. Aber warum kam er an? Krass. Ich glaube wirklich, weil er keine Antwort von den beiden mehr bekommen hat. Das ist ja die einzige Erklärung so ein bisschen, oder? Hey. Um das mal kurz aufzudröseln. Die Wache hat nicht auf Antwort von ihrem Kollegen gewartet, sondern wurde gerufen. Nämlich von diesem netten jungen Mann. Der hat dich nicht nett gegrüßt, sondern eine Waffe auf dem Boden entdeckt und das gemeldet. Welche Waffe? Diese. Räum deinen Scheiß auf. Was ist das? Vogelnest. Und rein damit. So, jetzt haben wir fast alles beseitigt. Können wir uns jetzt nochmal umschauen. Körper wurde gefunden. Nein, wurde er nicht. Doch, wurde er. Sie rennt. Sie hat da oben rausgeguckt. Nein! Wait, rennt sie jetzt genau in meine Arme? That is Alexa Carlyle, the leader of the Providence Partners and last one to be alive. So, das war eine weitere Folge. Ich muss sie schnell reinziehen. Ist das dumm. So, hier ist ein schöner Haufen. Alles cool, ja? Wir sind Security Baba Jackson Boss. Platz ist stramm. Jetzt können wir uns ja wirklich komplett entspannt umschauen, oder? Aha, da ist ein Pavillon. Schön. Oh, so ein schöner Garten. So ein englischer Garten, ne? Oh, Gift, sehr gut. So, was haben wir hier? Brechstange ist natürlich auch nützlich. Nehmen wir mal mit. Gehen wir hier mal weiter vor. Guten Abend. Guten Abend. Das ist ein krasses Anwesen, ne? Die entstaubt auch den ganzen Tag diesen Glaskanister, ne? Naja. So, was hier? Hier ist ein Säbel. Aber was für Alter! Was ist das für ein Säbel? Oh, ich komme hier ins Büro. Herrenhaus Generalschlüssel. Haben die hier ein Bild von mir? Ach, guck mal. Hier ist noch was. Oh.
Madame Carlyle is still going ahead with her staged funeral tomorrow, and she wants to inspect the arrangements. How about it, 47? You feel up to giving her the grand tour of her final resting place? Ey, als Bestatter ihr zeigen, wo sie bestattet wird, um sie dann zu bestatten? Das wäre geil. Ja gut, also ich würde sagen, wir fangen jetzt wirklich mal mit dem Detektiv an. Das. Perfekt. So. Wenn ich ihn wegklatsche und in die Kiste tue, habe ich hier, glaube ich, freie Fahrt, um den Detektiv wegzumachen. Ja, easy. Ich will dich einmal abstechen. You are pathetic. Da habe ich wohl eine Person übersehen. Der Hannes kommt jetzt hier in die Kiste. So, jetzt kommt er. Oder? Er ist hier außen. Perfekt. Schnauze. Verkleiden wir uns mal. If you're dressed like a detective 47, you might as well act the detective. I suggest you go talk to the butler. Ja, zum Butler. Okay. So. Dann kann's ja jetzt losgehen. Mr. Whitmer, are you ready to inspect the crime scene now? Ja, die haben ja den Bruder von mir gebracht. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. But you're right. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. Uh-huh. I've prepared some information for you. Oh, danke. So please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. Okay. This is Mr. Zachary's room. Dankeschön. A locked room murder mystery 47. Dann untersuchen wir mal. Hier ist ein Buch. A hidden door. Ein geheimer Tunnel. Gut, aber bevor wir da reingehen, was gibt's hier noch? Why don't you use your camera to scan the dead body 47? Warum sollte ich das machen? Throat markings indicate a rare short-lived plant poison killed him. Gut, dann gehen wir jetzt durch diesen Geheimgang. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. Lageplan des Herrenhauses. Hmm. A photocopy of the floor plans. Maybe it's time to see the butler. Alter, gibt's hier so richtig viele Geheimgänge? Spionieren? Wahnsinn! Das ist ja die Haare sind alle weg. Oh, nicht spannendes, ne? Ja, gehen wir jetzt zum Butler. Here is the material that I prepared. It's a list of the possible suspects and their quarters. Ah, oh, krass. Hä, also ich muss jetzt hier wirklich ermitteln? So, hier Gregory. Der wäre doch jetzt dann der Erbe, wenn sie ihren Tod faked, ne? Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. Den haben wir befragt. Jetzt ist ja einer leider in der Box. Den kann ich gar nicht mehr befragen. Der hat ja Bekanntschaft mit meinem Segel gemacht. Was mache ich denn jetzt? Gut, wir haben ja auch noch andere Optionen. Hier war doch der Friedhof. Da bin ich ja vorhin. Dann machen wir einfach das. Haben wir hier mal reingeschnuppert. Aber irgendwas war hier doch mit den Raben. Die hat sich irgendwie beschwert. Die sollen weg, ne? Soll ich die abknallen? Perfekt. Verkleiden Sie sich als Bestatter. The birds are gone and I'm ready to see Madame Carlyle now. Good, I'll let her know. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Zeitdruck, wa? Oh, sie ruft sie sogar schon an. Okay, das geht jetzt ganz zügig. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Jetzt habe ich ein bisschen Zeitdruck, weil die Madame kommt ja auch schon. Next. Du, ich habe nur Platz für zwei, seid ihr scheiße. Uno. Dos. Gut, komm mal mit, der Herr. Nicht gucken. Und verkleiden. Boah, nicht schlecht, nicht schlecht.
Well done, 47. Madame Carlyle is on her way. Ich kann noch nicht. I wonder how she will like her final resting ground. Ich kann wirklich gerade noch nicht. Warte mal. Aber nicht stechen. Gut, dass ich mir erst die Handschuhe angezogen habe. Ich krieg's nicht. Nein, ist runtergefallen. Hallo? So, jetzt hab ich. Nearby, my God, to this. Nearby, ja, yeah, ja. Yeah. Ach, das ist das Kreuz auf der falschen Seite. So, jetzt bin ich ready. Frau Dings, Montgomery, Alexa. So, Hallöchen. I don't like to be kept waiting. I trust we can be efficient now I'm here. What an awful idea. I want it removed before the ceremony tomorrow. Ja, entscheid dich mal. What's that podium? Ja, da rede ich. I've never understood the need to publicly display grief. A person died. Most natural thing in the world. No need to make an emotional spectacle of it. Richtig, richtig. I expect you to remove my picture from the memorial. That was an absolutely horrendous idea. Verstehe ich. That's Madame Carlyle taken care of. Time to get the file on Arthur Edwards. Das ist die krasseste Leibwache, die ich je erlebt habe. Der hat richtig gut aufgepasst. Ich habe direkt pausiert, weil ich so dachte, so, den muss ich jetzt aber schnell ausschalten. Ja, dann zur Sicherheit würde ich hier das mal lieber zuschütten. So muss das sein, ne? Gut, finden Sie die Fallakte. Muss ich ins oberste Stockwerk, ne? Ich kann mich einfach hochschuten. Guck mal, ich kann mich hier komplett hochequippen. So als Bestatter da jetzt on Rampage. Ich geh jetzt einfach rein. Hallo. So. Moin. Hoppala. So, hoch geht's. Dritter Floor. Wo ist der Tresor? Schönes Anwesen, ne? Wo ist hier der Tresor? Hallo? Knopf aktivieren. Tastenfeld. Peculiar icons above the safe. I wonder if they might be some sort of a code. Maybe have a look around the office, 47. Eine Uhr, Fernrohr, Kamin. Okay, die Uhr. Wo ist die Uhr? Da! Eins. Das Fernrohr war hier oben. Jo. Das ist die Nummer 9. Da ist die 7 beim Lagerfeuer. Und der Elch? Wo ist der Elch? Da! 5. Wo ist die Nummer 1? Fernrohr war die Nummer 9. Lagerfeuer war die Nummer 7. Und Elch war die Nummer 5. Okay. Mission complete. Well done, 47. War das gerade nur bei mir so? War das im Game? Ist der Funk abgebrochen? Hallo? Alter, wie scary! What the fuck war das? So, gehen wir jetzt hier runter. Schloss aufbrechen. Stehen. So. Und escape. Oh, das war knapp. So. Keine Zeugen. So. 47. They're everywhere. Go, get out. It's the Constantine. Shit. Oh mein Gott, die Lage spitzt sich zu. Vorhin ist wirklich der Funk abgebrochen. Okay, reingehauen.